immer noch unterwegs auf der EICMA und jetzt angekommen bei einem Reifenhersteller. Ich muss das jetzt mal ein bisschen betonen, weil Reifenhersteller findet man hier nicht so häufig, jedenfalls nicht die bekannten Namen, die man so kennt. Wir sind bei Conti. Conti ist hier auf der EICMA und aus gutem Grund, denn neben mir steht Malte Bigge. Malte Bigge ist zuständig für Motorradreifen bei Conti. Malte, ihr habt hier was ganz Neues, worauf sich der Motorradfahrer 2014 freuen kann. Erzähl mir kurz was darüber. Also ganz neu hier auf der EICMA vorgestellt, auf der EICMA gelauncht, der Rotec 2 Evo, den wir hier vorstellen. Es ist eine Weiterentwicklung des Rotec 2. Wir haben an diesem Reifen ein paar Veränderungen vorgenommen, also gravierende Veränderungen. Wir sprechen über ein komplett neues Compound. Wir sprechen über ein neues Profildesign. Wir haben den Reifen ausgestattet mit einer neuen Core-Technology, die wir Rain Grip nennen. Wir haben den Reifen extrem, was Wet-Performance angeht, verbessert. Einmal von der Compounding-Seite und einmal vom Profildesign. Okay, das heißt jetzt also, um unseren Zuhörern und Zuschauern nochmal zu erklären, wir unterhalten uns über einen Reifen, der für sportliches Landstraßenfahren ausgelegt ist, bei allen Bedingungen. Wir unterhalten uns über einen Reifen, der auf jeden Fall die Gene vom Rotec 2 hat, der schon bekannt war wegen seiner sportlichen Gene. Es handelt sich um einen Touring-Reifen, der jetzt seine Performance seitens Nessen Performance halt noch ausgedehnt wurde. Es handelt sich um einen den aktuellen Premium-Reifen für Continental im Sport-Touring-Bereich, um deine Frage zu beantworten. Okay, wunderbar. Heißt aber jetzt auch für die, die jetzt schon den Rotec 2 drauf haben, eine Mischbereifung, dass sie dann sagen, ich habe noch den Rotec 2, der noch gut ist, muss hinten oder vorne wechseln. Das ist dann auch mit dem Evo möglich? Das ist möglich, das ist gar kein Problem. Der Rotec 2 bleibt auch im Programm. Wir haben nur halt, dass wir jetzt unsere Produktpalette im Premium-Bereich durch den Evo erweitern. Rotec 2 bleibt im Programm und auch der Rotec 1 ist weiter verfügbar. Und der Reifen ist mischbar. Okay, das klingt gut. Für uns klingt das vor allen Dingen gut, weil wir im nächsten Jahr natürlich wieder mit den Reifentests durchstarten werden. Und da schauen wir mal, was dabei rauskommt. Es wird auf jeden Fall spannend werden. Für uns wird es weiter spannend sein hier auf der EICMA. Und das, was wir alles noch sehen, seht ihr auf www.motorradonline.de/EICMA auf dem YouTube-Channel vom Motorrad. Und Malte wird auch noch unser Fan werden auf www.facebook.de/Motorrad. Oder bist du schon unser Fan? Ich bin auf jeden Fall euer Fan. Danke, ich habe nichts anderes erwartet.